und herzlich willkommen bei einem weiteren Teil unseres Programmes Hängerverladetraining. Wir haben heute vor, mit Dukidu, nachdem der Hänger schon beobachtet wurde, beschnüffelt wurde, Engpässe mit ihm geübt wurden, Engpässe vor dem Hänger durch Anhalten und Richtungswechsel. Wir wollen ihn heute mit zwei Hufen, nämlich mit seinen Vorderhufen, auf die Rampe schicken. Das Thema dabei ist, dass das Pferd unter Umständen nicht zum Hänger gehen möchte. Dann ist noch nicht genug Vorarbeit geleistet worden. Wir wollen aber, nachdem wir schon diese Vorarbeit gemacht haben, ihn langsam und kontrolliert und gelassen, das ist das Wichtigste, Gelassenheit, und dafür ist der Mensch zuständig. Das heißt, man muss selber entspannt sein dabei, klappt es einmal nicht, nicht ärgern, die Emotionen nicht hochfahren lassen, sondern entspannt und ruhig dabei bleiben und erneut versuchen. Er entspannt sich auch gerade sehr. Ja, also wie gesagt, selber möglichst wenig Emotionen zeigen, möglichst gelassen sein, dann wird euer Pferd auch gelassener sein. Hat man schon im Vorhinein die Angst, jetzt zum Hänger zu gehen und man weiß, es gibt da die Probleme, dann überträgt sich das sofort 1:1 mit dem Pferd. Und das wollen wir vermeiden. Also einer der wichtigsten Punkte dabei ist auch, an sich selber zu arbeiten. Und das ist eben ein ganz großes Thema bei der Pferdearbeit, weil der Mensch muss es lernen, das Pferd kann es an und für sich. Kommunikation wird dadurch aufgebaut, dass wir exakt immer die gleichen Befehle geben und dass wir mit dem Pferd in einer vorhersehbaren Abfolge arbeiten. Ich schicke ihn jetzt zur Rampe und möchte ihn durch Anzeigen, entweder mit dem Stick über den Rücken oder durch Richtung zeigen, gerade auf die Rampe zugehen lassen und mit zwei Hufen auf die Rampe steigen lassen. Ich werde das jetzt einmal probieren. Ich zeige ihm das, ich zeige ihm die Richtung, ich schaue, ob er mir auf die Rampe geht. Ich lasse ihn einmal kurz schnüffeln, das ist in Ordnung. Sehr gut. Und ich schicke ihn einmal ein Stückchen weiter. Nicht fressen, fressen wollen wir nicht, schnüffeln darf er. So, ein Stückchen weiter. Und einen Tritt hinauf, sehr schön, und noch einen. Und passt und stopp. Sehr gut. So, da lasse ich ihn jetzt stehen, nicht schnüffeln und schicke ihn wieder zurück. Das ist nämlich genau das Thema. Wir wollen das Pferd langsam bewegen können. Durch Wackeln des Seils schicke ich ihn wieder hinunter. Zurück. Ja, sehr gut, sehr schön. Und ich lobe ihn gleich einmal. Das war schon mal, wir haben hier wieder das Gras, das natürlich viel spannender ist als alles andere. Aber das war schon mal sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt wieder zurück. Und haben schon mal einen recht positiven Erfolg, indem er sich langsam durch Erkunden der Rampe, das ist ganz neu für ihn, dieser Hänger, den kennt er noch nicht. Wir hatten einen anderen, den wir ihm schon mal gezeigt haben, aber diese Metallumrandung der Rampe ist was, was er noch nicht gesehen hat. Reaktion war gut, ein kurzes Rüsseln war da. Die Wiese ist natürlich wieder mal sehr interessant. Ich schicke ihn wieder retour. So. Wichtig ist nämlich dabei auch, dass wir das Pferd gerade auf die Rampe schicken. Wir haben hier rechts und links natürlich, kann es leicht passieren, dass er, wenn er raufsteigt, schnell wieder flüchten möchte, abbiegen möchte, runtersteigen möchte. Das ist ein Problem, da müssen wir vorsichtig sein. Ist das der Fall, steigt das Pferd seitlich runter, schicke ich es wieder retour, schicke es wieder zentral auf die Rampe und probiere das so lange, bis er gelassen dort stehen bleibt. Pferde, die da zum Beispiel umdrehen oder runter, hastig runtersteigen, nachdem man schon viel Bodenarbeit geleistet hat, sind unerzogen. Und da ist es wieder ganz, ganz wichtig, eben diese ganzen Vorarbeiten zu machen. Das Pferd soll auf dich reagieren, das soll sich vorwärts schicken lassen. Wichtig ist auch die Vor- und Hinterhand.
Die Vorhand ist an und für sich verantwortlich dafür, die Richtung zu blockieren. Und die Hinterhand trägt die Verantwortung, um bei der Vorwärtsbewegung, also die Vorwärtsbewegung zu blockieren, die Geschwindigkeit der Vorwärtsbewegung zu blockieren. Deswegen ist es wichtig, wir steuern die Vorhand und die Hinterhand. Bewegt sich das Pferd jetzt weg, dreht sich weg, dann schauen wir, dass wir es wieder gerade positionieren. Ich schicke ihn jetzt wieder gerade auf die Rampe, Richtung Rampe, mit einem Schritt hinauf, zwei und Stopp. Und so bleibt er mal stehen und so kann ich ihn loben. Ja, da vorne ist ein Heu, das wird jetzt nicht gefressen. Das ist gut. Und bevor er jetzt selber überlegt, hier weiterzumachen oder weiterzugehen, schicke ich ihn retour. Super, super, super. Und ein Lob. Ja, und hier haben wir wieder unseren verfressenen Dukidu. So, das Ganze nochmal. Wir wollen das natürlich nicht auf gut Glück testen, ob es klappt, sondern wir wollen eine Routine herstellen und wollen, dass die Regelmäßigkeit da ist und sukzessive steigern die Dauer des Stopps auf der Rampe. Ich lasse ihn jetzt ein bisschen länger stehen und schicke ihn dann wieder zurück. Das heißt, wieder gerade auf die Rampe, ein Schritt, ein zweiter und Stopp. So ist gut, so ist brav. So lasse ich ihn jetzt einmal stehen. Das ist sehr gut, er darf ja auch schnüffeln. Nein, so ist brav. So, und zurück. Einatmen, den Befehl aussprechen, mit dem Seil wackeln. Er ist natürlich interessiert, hier haben wir unseren Sanguiniker. Genau, und das Schöne daran ist, und zurück. Ich schicke ihn gleich ein Stückchen weiter zurück. So. Das Schöne daran ist, das Interesse ist so groß, dass er überall dran ist, mit seiner Nase, mit seinem Maul, dass er eigentlich keine Angst hat vor diesem Hänger. Ist ein gutes Zeichen, ist aber bestimmt nicht bei jedem Pferd so, denn es gibt natürlich die unterschiedlichsten Reaktionen. Da ist es halt auch wieder wichtig, klappt das nicht. Werdet nicht emotional, werdet nicht energisch, übt mit dem Pferd wieder in einem Bereich, dass es gewohnt ist, in einem ruhigen Bereich, mit Materialien, mit unterschiedlichen Böden, mit einem Teppichboden, vielleicht mit einem Wasserloch oder mit unserer Plane, beziehungsweise, was auch sehr gut ist, weil natürlich die Rampe ein gewisses Geräusch erzeugt. Das Pferd muss mit seinen Hufen auf einen Bereich steigen, der hohl klingt, der vielleicht ein bisschen klappert. Man könnte sich eine Holzplatte auflegen und das Pferd über diese Holzplatte bewegen oder schrittweise auf diesen Holzboden bewegen. Das ist die Vorarbeit für die Bewegung, für das Schicken auf die Rampe. Ich wünsche euch gutes Gelingen. Bis zum nächsten Mal.